Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Curious Expedition mit mir, dem Yakinator, und natürlich Charles Darwin, unserem krassen Weltentdecker. So, und Charles Darwin hat sich in der letzten Session gedacht, oh, ich werde mal ein bisschen verrückt, entlasse mal all meine Kumpanen, verkaufe mein ganzes Hab und Gut und alles, was ich jemals besessen habe und rüste mich komplett neu aus. Ja, und in Wirklichkeit war es so, dass ich leider irgendwann das Spiel während der Aufnahme abgebrochen habe. Und da das, ich habe leider nicht dran gedacht, dass das hier so ein Perma-Death ohne Speichern-Spiel ist. Tja, dann habe ich auf Escape gedrückt und habe gedacht, ach, jetzt nimmst du einfach nochmal auf, lädst neu. Nix da, Pustekuchen, das Spiel ist komplett weg gewesen. Und ich habe mich nochmal hingesetzt, habe alle vier Missionen, die wir bisher gemacht hatten, nochmal durchgespielt. Tja, und durch die ganzen Zufallsfaktoren und sonst was sieht natürlich nichts mehr aus, wie es vorher war. Aber das heißt ja nicht, dass wir die fünfte Mission nicht trotzdem noch schaffen könnten. Denn Charles Darwin hat gar nicht schlecht gearbeitet. Hat sich noch ein paar gute Skills und Traits geholt. Und natürlich unsere Mitstreiter sind jetzt auch nicht das Schlechteste. Tja, und da versuchen wir es einfach mal. Was steht denn heute zur Auswahl? Also, wir hätten da die gnadenlosen Wüste. Oder die dunklen Trockenländer. Oder die schrecklichen Dschungel. Oder die unangetasteten Dschungel. Gut, zwischen den beiden Dschungeln gibt es jetzt nicht so den Riesen-Mega-Unterschied. Ich sag mal so, genau, auch die Gebäude und Tempel und sowas, das ist alles das Gleiche. Wir wollten ja noch nicht in die Wüste, ne? Aber Trockenländer könnten wir vielleicht mal machen. Ja, die sehen relativ dunkel aus. Versuchen wir es einfach mal. So, das ist unser nächstes Ziel. Wunderbar, und jetzt starten wir. Am frühen Morgen erreichte ich den Hafen. So, nicht lange nach meiner Ankunft erschien der Jäger. Er war begierig darauf, von Snarfrattles Tod zu erfahren. Tja, und das habe ich leider nicht geschafft, auch in der letzten Session von diesem Durchlauf nicht. Aber das kennt ihr ja schon. Also nicht, kein Grund zur Beunruhigung. Minus 50 Ruhm. Naja gut, wir haben genug Ruhm. Ich hatte keinen Pelz für ihn. Verdammt. Ein Soldat trat an mich heran und sprach von einem Deserteur. Okay, wieder ein Deserteur. Wollen wir den mal versuchen festzunehmen? Natürlich. Und Konrad, der Deserteur, hatten wir den nicht schon mal? Ich glaube, den hatten wir schon mal. Konrad. In der letzten Session oder in der vorletzten. Na gut, okay. Dann müssen wir Konrad halt nochmal nach England zurückholen. So, der Soldat schien erleichtert, blablub. Wie ich mit Freude beobachtete, hatten die Berichte über meine Heldentaten allerhand abenteuerlustige Gestalten angelockt. Ich wurde von mehreren fähigen Personen angesprochen, die risikofreudig genug waren, um an meinem Unterfangen teilhaben zu wollen. Wen wollte ich rekrutieren? So, jetzt haben wir mehrere Köche zur Auswahl. Das ist ja auch nicht schlecht. Was haben wir denn eigentlich schon? Charles Darwin, den Naturforscher. Dababai Baba, einen persischen Übersetzer, Stufe 4. Dann einen eingeborenen Speer. Und Glenn McNeil, immerhin wieder ein schottischer Soldat, der allerdings inzwischen auch zum Alkoholiker geworden ist. Das heißt, seine Loyalität geht runter, wenn wir hier nicht regelmäßig ihm die Whiskyflaschen einverleiben. Okay, jetzt könnte man ja überlegen, ob man wirklich mal einen Koch mitnimmt. Also Seemann finde ich jetzt nicht so prickelnd, weil das erhöht nur die Effektivität von Signalfeuern. Tja, aber so ein, zwei, so zu Köche? Was hat der denn für Probleme hier? Ach, schon wieder der rassistische Koch. Nee, den will ich nicht haben. Und Jean-Marie, okay, ist auch Alkoholikerin. Nee, dann lassen wir es mal lieber sein. Dann decke ich mich mal lieber mit anderen Sachen ein, die wir hier direkt benutzen können. Okay, Ausrüstung kaufen. Wie viel haben wir denn? 110. Wir haben unseren Esel übrigens letztes Mal geupgradet. Der hat jetzt, glaube ich, drei zusätzliche Fächer, die wir mitnehmen können. So, kleines Hüsterchen. Der Hals ist noch minimal trocken. So, jetzt haben wir hier noch so ein Polarstationsticket. Das werden wir wegschmeißen. Das werden wir wegschmeißen. Die Schneeschuhe. Ich habe letztes Mal doch schon mal so eine kleine Polarexpedition gemacht. Das Gute ist, wir haben hier schon so einen Mondstein, ne? Und Mondstein, wisst ihr ja, brauchen wir, um in die Pyramide reinzukommen. Gut, um jetzt auf der einigermaßen sicheren Seite zu sein, würde ich sagen, wir nehmen uns mal hier davon was mit. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein, zwei Fackeln. Na, vielleicht auch drei. Wollen wir mal nicht so sein. Bergsteigerausrüstung haben wir, brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Meine Güte, was ist denn da heute los? Kein Bock, das rauszuschneiden. So, jetzt geht's einfach los. Wie gesagt, Perma-Death, Roguelike. Da will ich gar nicht die Aufnahme groß unterbrechen, sonst geht mir dieser Spielstand nochmal verloren. Okay, und jetzt natürlich ewig viel Whisky. Ja, ich sag mal so weit das Geld reicht. Nee, minus 27, das soll nicht sein. Gut, dann können wir 7 Whisky mitnehmen, dann haben wir insgesamt 10 Whisky, ein bisschen Medizin und den Rest, ja, den können wir uns eigentlich schenken. Hier ist so dieses Schatzpendel, das hatten wir ja schon mal so. Okay, Handel. Und dann würde ich sagen, setzen wir einfach mal die Segel. Hey, und jetzt geht's los mit der Expedition 5, die bestimmt noch einen krassen Zacken schärfer wird als Expedition 4. So, See. Und heute wollen wir es natürlich auch mal ein bisschen strukturierter angehen. Wir gucken erstmal, wo müssen wir lang? Ah ja. 6 Kästchen und ich schätze mal, hier oder da
wird jeweils die goldene Pyramide sein. So, die Gedanken voll und ganz auf die bestehende Reise. Jetzt greifen wir erstmal auf den Lagerraum zu, machen den ganzen Mist, den wir hier nicht brauchen, obwohl, das können wir eigentlich mitnehmen, ne? Mobiles Camp ist was Schönes. Da können wir zwischendurch das mobile Camp aufbauen und haben immer die Möglichkeit, so ein kleines bisschen, so die Bergsteigerausrüstung, die haue ich mal weg, haben immer die Berge, haben immer so ein kleines bisschen geistige Gesundheit noch in der Hinterhand, abgesehen jetzt von dem Whisky. So, verlassen. So eine Flasche Whisky bringt uns übrigens auch jetzt einigermaßen viel, denn unser schottischer Soldat ist ja schon Level 3, ne? Das heißt, die Whisky-Levelei ist auf jeden Fall... das können wir jetzt nicht machen. Gut. Die Whisky-Levelei hat, glaube ich, auch noch gar kein Ende, ne? Der könnte eventuell nochmal aufleveln. So, und jetzt aber nicht zum Schiff zurückkehren. Nö, jetzt werde ich einfach mal ganz spontan hier die Gegend erkunden. Oh, was ist das denn? Ein Steinkreis. Na gut, Steinkreise, die decken jetzt so ein paar Sachen für uns auf. Lass ich erstmal links liegen. Das bringt ja immer leider ein bisschen vermindertes Ansehen bei den Ureinwohnern. Wie viel haben wir denn eigentlich? 2. Gut, das heißt, wir können auf jeden Fall einen so einen Schrein erkunden. Überreste einer schmalen Treppe führten zum einzigen Eingang. Leicht angewinkelt und etwas eingesunken. Gut, und ich verwende mal mein Seil. Wir konnten uns sicher zum Eingang hinaufhieven. Ein Prunksaal, atemberaubend. Und ewig viel Geld und Mondsteine natürlich. Goldene Münze, und hier nochmal eine große goldene Münze. Ach nee, ein goldener Teller ist das. Der bringt noch ein kleines bisschen mehr Ruhm. So, dann verlassen wir das Ding. Okay, jetzt haben wir Ruf, -1. Ist alles noch in Ordnung. Achso, genau, was ist denn jetzt passiert? Der Boden stürzte unter uns ein. Ei, das ist nicht gut. Das heißt, wir sollten uns jetzt wirklich mal fix hier wegbewegen. Eher in Richtung Osten, würde ich sagen, ne? Gehen wir mal hier hin. Das wird ja richtig knapp, Mensch. Was denn da passiert? Wie? Game over? Deine Expeditionsgruppe fiel in einen dunklen Abgrund hinunter? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein! Gut, okay. Das ging jetzt schneller zu Ende, als ich gedacht hatte. Meine Herren, das ist ja was. Jetzt muss ich mir wieder irgendeine dumme Entschuldigung einfallen. Ach nee, Quatsch, ich bin ja schon live beim Let's Playen. Dann gucken wir uns nochmal die Karte an. Also ja, da wäre unsere Pyramide gewesen. Ha, da waren wir jetzt ein kleines bisschen zu voreilig, ne? Und sind hier einfach reingestürzt. In diese Grube, so wie es aussieht. Das ist ja ein Mist. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, oder? Ach, zurück zum Hauptmenü. Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zurück zum Hauptmenü zu gehen. Gut, Charles Darwin hat es anscheinend jetzt nicht so geschafft, alle 6 Missionen durchzustehen. Das heißt, es bleibt uns nur übrig, ein neues Spiel anzufangen mit einer neuen Person. Mit einem neuen Entdecker. Marie Curie zum Beispiel. Die hat einen Hund und einen Esel und eine Nonne. Und diverse andere tolle Sachen. Tja, oder wir nehmen Lovecraft, ne? Den habe ich mich inzwischen mal freigespielt. Der hat ja das Necronomicon. Das habe ich irgendwann mal gefunden. Und das gibt es ja auch in dem Spiel. Und das können wir einfach mal mitnehmen. Das macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Und ein kleiner Metallwürfel, der mit außerweltlichen Gravuren versehen wurde. Aber das hört sich ja super interessant an. Ja, dann machen wir das jetzt einfach mal. Super, weiter. H.P. Lovecraft, willkommen im Forscherclub. Haben Sie schon gehört, dass wir gedenken, unserem erfolgreichsten Mitglied eine Statue zu errichten? Charles Darwin hat auf jeden Fall noch keine Statue hier irgendwie stehen. Ja, kein Wunder. Charles Darwin hat ja auch großartig verkackt. So, und Freya Stark ist unser Gegner. Rasputin, Harriet Tubman und Dion Fortune. Das heißt, wir müssen eigentlich die und die und die einfach zu dem schicken und die haben sich gegenseitig neutralisiert. Denn Grigori Rasputin, der alte Womanizer, könnte ich mir vorstellen, dass der dann einfach an Bord seines Schiffes mit den 3 Damen bleibt und alle Expeditionen verschläft. Aber werden wir ja sehen, ne? Ja, ja, der hat sich gerade noch so aus der Zarenzeit rübergerettet. Ah, der mysteriöse Grigori Rasputin. Hoffentlich nervt er uns nicht bei unserem Abenteuer. So, Touristenreise-Expedition war das, ne? Gut, und die monströsen Trockenländer, das macht hier schon die Freier stark, ne? Und wir haben jetzt die alten Trockenländer und die bösartigen Dschungel. Das heißt, alte Trockenländer, bösartige Dschungel. Ach komm, wir machen jetzt mal wirklich die Trockenländer. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oder vielleicht in einer der ersten Sessions oder so. Ja, die Trockenländer. Voller Aufregung. Es gab noch einiges zu tun, also genoss ich die kühle Luft an Deck. Jemand bat mich um meine Hilfe. Er wollte eine Nachricht an den Häuptling eines Dorfes in der Region, zu der wir aufbrechen wollten, überbringen. Gut, also einfach ein stinknormaler Brief. Er überreicht uns einen Brief, den ich versprach zuzustellen. Weiter. So, und jetzt geht's schon los mit der ersten Expedition. Alles noch ganz spaßig und gechillt. Naja, Marie Curie muss ja auch erstmal ankommen hier in der Expeditionswelt. Wenn wir uns jetzt übrigens auf so ein... Gut, wir gucken erstmal. Auf den Lagerraum zugreifen, Wasser auffüllen. Nö, Wasser brauchen wir nicht. Expedition, beginnen wir jetzt einfach mal.
Ach so, wen haben wir jetzt eigentlich an den Start? Britischen Soldaten, das ist gut. Da bringt geistige Gesundheit. Lovecraft hat ganz viel geistige Würfel. Okay, was hat er denn hier Schönes? Kosmische Gleichgültigkeit. Verbessert den Nutzen des Necronomicons. Besitzt jedoch eine niedrigere geistige Gesundheit. Oh, das heißt, wir haben nur eine maximale Gesundheit von 70. Und wir wissen nicht, was dieses Necronomicon mit uns anstellen wird. Das ist dieser, wie gesagt, dieser Metallwürfel. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Also, das ist ja gar nicht Marie Curie. Was rede ich da? Lovecraft. Wir sind bei Lovecraft, Jakinator. Meine Güte. Am Ende schreibe ich das noch falsch auf die Thumbnails rauf. Soll ja auch nicht sein. So. Apropos Thumbnails. Vielleicht machen wir demnächst mal einen kleinen Screenshot zwischendurch. Gut. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als nach Norden zu laufen. Hatte ich jetzt auch so direkt vor. Gut, und wir müssen uns jetzt schon sozusagen, ne, Reise beenden. Wir müssen uns jetzt schon diverse Gedanken über unsere geistige Gesundheit machen. Aber erstmal will ich den Ureinwohnern einen kleinen Besuch abstatten. Ja, alles fröhlich, eine schöne Mahlzeit gibt's. Oh, exzellentes Stück Fleisch. Das ist sehr schön. Stellt geistige Gesundheit wieder her. Können wir. Ach, können wir einfach nehmen oder was? Ja, super, nehmen wir. Jetzt sind sie schon ein kleines bisschen pumpiger geworden. Ruf 0. Nee, Quatsch. Hat sich nichts geändert. Aber jetzt, wenn wir den Brief zustellen, dann kriegen wir natürlich wieder Bonusruf. Gut, wollen wir schon jemanden rekrutieren? Eine Kriegerin, ein Tierführer. Das ist gut. Tierführer macht bestimmt ganz tolle Sachen. Ah, nee, ein Tier. Aber es ist ein Tierbetreuer. Aber irgendwas war doch da, ne? Mit dem Tierbetreuer. Ich glaube, der. Oh, ein Wasserbüffel. Wir haben ja unseren Esel, ne? Wollen wir eventuell noch einen Wasserbüffel mitnehmen? Ich weiß nicht, der hat dann so viel Tragekraft und wir haben so wenig Leute. 1, 2, 3, 4. Theoretisch hätte noch einer Platz bei uns, ne? Gut, aber vielleicht nehmen wir auch lieber einen. Oder Wasser. Was hat der denn eigentlich an Würfeln? An Kampfwürfeln? Das würde mich mal interessieren. Der hat ja auch 10 Lebensenergie. Ja, oder wir nehmen halt Xadupo mit. Aber wir haben schon. Einen Krieger haben wir ja eigentlich schon. Also diesen Soldaten. Ha. Ich nehme mal noch eine Kriegerin mit. Kann ja nicht schaden. Eingeborene Kriegerin. Handeln vielleicht nochmal. Ja, hier gibt es ein paar schöne Sachen. Einheimische Schmuckstücke, die Loyalität verbessern. Aber wir können es ja auf jeden Fall hier erstmal so ein Ding mitnehmen, ne? Können wir das Fleisch eigentlich gleich wieder an die Ureinwohner zurückverkaufen? Natürlich! Super, aber mit einer Fackel sollte es auch gehen. So, okay. Handel! Hey, toll. Juwelen! Im Dorf übernachten. Wir übernachten auch mal im Dorf. Die Einheimischen waren sehr gastfreundlich und wir verbrachten einen angenehmen Abend in ihrer Gesellschaft. Schlafen! Und das Dorf fanden wir in regen Treiben vor, als wir wieder aufgewacht waren. Unsere fortdauernde Anwesenheit wurde von den Dorfbewohnern gut aufgenommen. Sehr schön. Dann verlassen wir das Ding mal. Die Vorräte wurden wieder verstaut und wir zogen aus, um neuen Abenteuern entgegenzugehen. Gut. Und Xadupo hat kurz nochmal mit den anderen geschnackt. Und wir haben Gott sei Dank auch jetzt den Standort von diesem mysteriösen Schrein gefunden. Gut, das heißt, ich gehe mal da lang. Natürlich immer. Mit der Maßgabe, dass wir natürlich auch auf unsere geistige Gesundheit achten sollen. Können wir jetzt schon. Ich denke, wir könnten ja jetzt eventuell schon mal einen Whisky trinken. Genau, der stellt die geistige Gesundheit gleich wieder her. Ja, stopp. Reise beenden kurz. Was ist das hier? Ein Stein. Ja, Steinkreis. Nee, Steinkreis brauchen wir nicht. Ich sehe gerade auch, wir haben. Lovecraft hat überhaupt keine Macheten mitgenommen. Das ist so ein vergeistigter Typ. Die ganze Zeit nur am Zeug schreiben und Bücher schreiben und. Hast du nicht gesehen, aber die praktischen Sachen, da ist er nicht so gut. Okay, dann erkunden wir mal diesen Schrein. Gewaltige Risse führten zierten die Fassade, doch das Gebäude schien stabil genug zu sein, um es weiter zu erkunden. So, getrocknetes Blut? Ich bin gespannt. Eventuell alles toll oder eventuell alle tot. Werden wir gleich sehen. So, jetzt klauen wir uns erstmal das Zeug. Der Moment, nicht zu zögern, ein unheilvolles Grummeln und gewaltige Berge brechen aus dem Boden hervor. Na, da haben wir aber was gekonnt hier. Gut, vielleicht ist ja hier noch sowas wie eine schöne Quelle oder so. Werde ich gleich mal gucken. Ja, nee, eine Höhle. Okay, dann erkunden wir die Höhle auch nochmal. Diesmal mit einer Fackel, damit wir nicht wieder jemanden verlieren. Ein kleiner Schacht, nur eine Person konnte sich durch die schmale Öffnung quetschen. Ach, jetzt geht das wieder los. Dann würde ich mal sagen, macht das jetzt Sinn? Ja, komm, Xadupo. Wir schicken dich mal vor und es hat geklappt. Super, sogar ohne Verluste. Wir schicken Xadupo, um den Schacht zu erkunden. Nach einer Weile krabbelte sie aus der Dunkelheit hervor. Sie hatte wieder mal die Überreste einer längst verstorbenen Expeditionsgruppe gefunden. Womöglich ein Omen und hat einige wertvolle Gegenstände mitgebracht. Ey, und da haben wir Macheten. Da haben wir noch ein paar davon. Und
Das hier. Leuchtfeuer. Ja, das mit dem Signal geben. Pillepalle, das sparen wir uns. So, wunderbar. So, jetzt sollten wir auch wirklich mal langsam doch echt mal an unsere geistige Gesundheit denken. Ich versuche mal hier hinzugehen. Das könnte jetzt natürlich auch total schief gehen, wenn es hier gar nicht mehr weitergeht. Aber ich denke mal, dürfte eigentlich alles noch im grünen Bereich sein. Die Frage ist natürlich, was ist hier? Ist da jetzt Bergkette oder nicht? Oder wie oder was? Na, erstmal ein schönes Fleisch. Ein leckeres Stück Fleisch für 15 geistige Gesundheit. Wunderbar. Ja, doch. Da geht's gerade so durch. Und hey, guck mal, ich glaub, wir haben die goldene Pyramide gleich gefunden. Wenn uns jetzt nicht der magnetische Berg einen kleinen Streich spielt. Gut, und wollen wir uns vielleicht eventuell sofort noch dem. Dann, wir sind ja jetzt schon etwas erfahrener. Das heißt, wir nähern uns sofort. Das ist ja gar nicht die goldene Pyramide. Jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Was essen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Whisky oder Necronomicon? Wir nehmen mal das Necronomicon. Links klicken. Meine Hände zitterten, als ich versuchte, eine Seite aus dem unheiligen Buch herauszureißen. Es fühlte sich heiß an, bis es in Flammen aufging. Okay. Oh. Könnte eventuell sein, dass wir hier so ein bisschen eine Naturkatastrophe ausgelöst haben. Und das war's jetzt, oder was? Jetzt haben wir unser Necronomicon und können nichts damit anfangen, oder wie? Und jetzt frage ich mich natürlich auch, warum ist eigentlich unsere geistige Gesundheit so niedrig? Gut, dann werde ich mal. Hallo? Hallo? Panther? Ja, Panther angreifen. Gut, der Brand hat sich verflüchtigt. Verbrannte Erde. Der Brand hat sich verflüchtigt und wir greifen mal diesen Panther an, denn wir brauchen unbedingt. Oh, was ist das? Das ist Lovecrafts Lebensenergie. Das ist ja richtig schlecht. Doppelangriff. Und noch einmal kommt bitte wenigstens irgendwas. So. Okay, ein Doppelangriff auf den bösen, fiesen Panther. Kopfstoß. Oh ja, das machen wir. Dann ist nämlich das Vieh benommen und es kann sich in der nächsten Runde nicht wehren. Und dann noch ein schneller Schuss hinterher. Runde beenden. Ach, er kann anscheinend doch noch zu. Au. Und Lovecraft hat's erwischt. Damit ist er aus dem Kampf raus. Ach, ich dödel. Nicht, dass uns das jetzt zum Verhängnis wird. So, schneller Schuss. Runde beenden. Oh, jetzt hat der Panther natürlich die Gelegenheit, hier ordentlich uns allen eins reinzuhauen. Gut, aber unser Soldat hat es überstanden, ohne komplett zu verbluten. So. Na, was mache ich da jetzt? Was mache ich nur? So, dann rollen wir jetzt einmal noch hier. Ja, wunderbar. Bringt uns das irgendwas? Ich sag mal so, eher mäßig, ne? Schneller Schuss. Ach so, okay, gut. Damit hätten wir den Panther schon mal besiegt und nehmen uns das ganze Zeug hier mit. So, und das Fleisch auch. Verlassen. Hat das jetzt wenigstens ein bisschen was an Lebensenergie gebracht? Tja, und so wie es aussieht, müssen wir dann doch hier in die Richtung eher, ne? Gut, das heißt, Whisky trinken. Und jetzt wird es schon wieder mega knapp. Gott sei Dank haben wir die Dinger dabei. Ah, und die goldene Pyramide. Das ist aber schön. Oh nein, und eine entzündete Wunde. Gut, können wir das Fleisch jetzt wenigstens essen? Nee, können wir auch nicht. Ach, das ist ja alles ein Mist. Und wenn wir richtig Pech haben, dann werden wir jetzt gleich vom Panther überfallen. Eine Speerfalle? Fergus McFarlane trat in eine Speerfalle. Oh, sie schien frisch angelegt worden zu sein, ausgelegt worden zu sein. Die Speere waren mit Blut und Innereien und Kot verschmiert. Die Wunde würde sich mit Sicherheit entzünden. Das ist ja wie bei den Vietcong hier. Gut, dann werde ich mal erkunden, denn in dem Zustand macht es keinen Spaß für unsere Gruppe, hier noch gegen so einen Panda zu kämpfen. So, und wir hatten überlebt. Hey, Pyramide betreten. Selbst H.P. Lovecraft, der alte Theoretiker, hat es irgendwie geschafft. Sie würde mir nicht in die... Was? Xadupo wollte mir nicht in die Zivilisation folgen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Müssen wir sie halt überzeugen. Ey, und anscheinend hat es geklappt. Los, Xadupo. Die Annehmlichkeiten der zivilisierten Welt hatten Xadupo beeindruckt und sie stimmt zu, mich nach Hause zu begleiten. Mit Rechtschreibfehler mit Klein. So, Success, goldene Pyramide, Bonus für neue Welt, Geschwindigkeit erster, so wie immer, aktueller Ruhm 360. Oh, und jetzt ist doch nochmal, hat das Ganze doch nochmal ein gutes Ende gefunden. Expedition abschließen und jetzt gucken wir mal, was können wir uns nehmen? Reduzierte Bewegungskosten beim Überqueren von Hügeln? Nö.
Zusätzlicher Schaden beim Benutzen einer Pistole. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. Und ein Ansehensbonus zu Beginn jeder Expedition. Anfängliches Ansehen plus 4. Zwischen Pistolenschaden und dem möchte ich mich mal ganz schnell entscheiden. Ich glaube, ich nehme das hier. Dann können wir nämlich noch mehr Altäre ausrauben, ohne dass die Ureinwohner allzu pumpig werden. Gut, okay. Rasputin. Rasputin, der alte Schwerenöter. Auf dem dritten Platz. So, und Lovecraft im Gegensatz zum letzten Durchlauf. Lovecraft natürlich vorne an der Spitze. Mit ewig viel leckerem Zeug, was wir hier verkaufen können. So, Geldmittel, Geldmittel, Geldmittel. Geldmittel, Geldmittel, Geldmittel. Und den Rest verschenken wir einfach. Für den Ruhm, für den Extra-Ruhm. 50, 40, ja trotzdem. Verschenken, jetzt haben wir 125 Geldmittel. Unglaublich, 480 Ruhm. Und noch 5 weitere Expeditionen mit HP Lovecraft vor uns. Wunderbar. Okay, das war's. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Session. Macht euch noch einen wunderbaren Abend. Ich verabschiede mich von euch. Tschüss.